Gut. Jetzt bin ich wieder hier, weil ich will eigentlich noch ein paar Fotoaufnahmen machen. Und zwar habe ich noch ein paar Bilder hier, die ich gerne ablichten möchte. Was ist das denn für ein Motiv? Eleanor Michel, 1971. Ein Original aus dem Nachlass einer Schauspielerin. Ja, das sind die zwei, die unbedingt noch abgelichtet werden mussten, weil sie groß sind. Damit sie mal hier rauskommen und dann weg eingelagert werden. Mann. Oh. Voll langweilig. So, jetzt war ich 40 Minuten hier. Jetzt ist wieder rüber und die Kabel exakt so wenig bearbeitet. Kunst. Oh Mann, Kinders, ey. Kunst. Also ich liebe Kunst auf alle Fälle und ich werde das immer weitermachen. Mein Leben lang. Das ist wirklich toll. Macht echt Spaß. Gut, vielleicht sehen wir uns drüben nochmal, wenn nicht, sehen wir uns morgen. Morgen. Willkommen bei den Müllers. Überall Kinder, wo man hinguckt. Bibi. Ja, ab in die Schule. Auto holen und los. Das hier war Anouks Arbeit im Fach. Muss ich Grundierung kaufen. Ja. Kann ich nicht lassen. Jetzt hier ist noch gut, oder? Soll man das eigentlich anzeigen? Eine Anzeige machen? Naja, es ist ja immer Aufwand. Ja? Und wenn Sie da mal jemanden finden? Das ist ja jedes Mal Aufwand. Will ich auf jeden Fall mit Hans besprechen. Das haben sie jetzt gemacht, die Nacht. Und das muss jetzt eigentlich auch weg, sofort. Schaden anrichten und was das Geld kostet. Das ist ein Scheiß.
Ich hab keinen Bock auf so ein dreckiges Haus. Heute Morgen, ey. Oder ich wollte sie dann wieder anziehen. Das ist jetzt nicht so wenig, das kostet bestimmt 40 Euro wieder an Material, an Farbe, dann ist es weg. Wenn ich es anzeigen soll, kann ich es nicht wegmachen. Wenn ich es nicht wegmachen kann, dann ist es morgen oder da. Auch scheiße. Mal sehen. Oder anzeigen, die kommen ja, nehmen das auf, heute und danach wegmachen. Ja, heute ist Termin mit... Heute ist Termin mit dem Herrn von Glück und Franke, mit dem Herrn wegen des Rolltores oder wegen der Sicherungsvorrichtung, damit die BSR gezwungen ist, quasi abzuschließen unten im Keller. Also was sie ja sowieso ist, aber was sie ja offensichtlich nicht wahrnehmen. Und ich bin sehr gespannt, was der mir jetzt aufrufen wird. Also wahrscheinlich wird er erstmal mal ernst aufrufen, erstmal nur ein Aufmaß machen für die eine Sache oder für die andere Sache und dann irgendwie einen Kostenvoranschlag uns zuschicken. So. Abgesprochen ist es jetzt, also das ist alles in Ordnung. Ja, das soll gemacht werden, das ist klar, es geht ja hier definitiv auch darum, die Mieterkeller zu schützen. Und so weit kann ja nicht sein, dass oben die Tür offen ist. Und ansonsten, wenn oben die Tür offen ist und ich das abends erst bemerke, weil ich tagsüber halt arbeiten bin oder irgendwas, das kommt ja nun auch mal vor, na, dass ich nicht immer im Hause bin, dann kriegt das abends erst mit und dann sitzen da den ganzen Tag über, haben die Leute Zeit, gehen oben drin. Und wir haben hier die Leute, die eben gucken, schauen nach, wo kann man einbrechen, wo kann man irgendwie sich Geld besorgen. Die sind halt alle, nun will ich nicht sagen bettelarm, aber die sind alle arm dran irgendwie und auf Droge und suchen halt einen Weg, um sich billig den nächsten Schutz zu verschaffen. Und wenn da eine Tür offen steht im Keller, da ist ein Fahrradladen unten drin und da sind dann auch noch ganz andere Keller und so. Und ich mache die Tür auf und schließe die Tür hinter mir. Da habe ich alle Zeit der Welt, um unten den Keller aufzubrechen und mich unten durch die Keller zu wühlen. Das muss nicht sein. Das muss es zu unterbinden geben. Und wir hatten ja schon unten schon Einbrüche, bevor ich da unten war. Allerdings, aber da hatten wir schon reichlich Einbrüche. Und es muss einfach nicht sein. Das wollen wir so nicht weitermachen. Und seitdem ich da bin, ist da kein Einbruch mehr passiert. Und so soll es auch bleiben. Toi, toi, toi. Deswegen heute der Termin. Ja, jetzt sitze ich hier und mache Werbung. Werbung einstellen. Werbegrafiken. Ja, ist ja eigentlich auch anders gedacht, ne? Ja, damit wollte ich nichts zu tun haben. Eigentlich. Was soll ich für die nehmen? So denke ich ja auch immer, aber das wollen die Leute ja nicht bezahlen. Ja, sollte das, das will ja keiner mehr bezahlen, will ja keiner mehr was ausgeben. Das ist von 1921 und in einem echt schönen Zustand. Dr. Rasurell. Auf der Rückseite ist noch für Kodak Werbung drauf und Burberry. Henri Fevre hat diesen Grafikentwurf gemacht. Henri? Ich hab's auch nicht bekannt vor. Henri Ferrier? Das ist Henri Fevre. Endlich ist das Schloss. Er ist ja auch wirklich so. Guck, endlich ist das Schloss. Oh, dieses Chateau voll beleuchtet. Dank diesem Wunderwerk eines Generators. Ja. Das ist ein Generator. Ist ja nicht, dass das Fernstrom wäre. Dann muss ich ihn schon noch im Haus erzeugen. Aber schon mal ein Generator. Tada! Na? Frisch aufgewacht? Nein, die hat auch gelegen. Auf dem Boden. Das sieht aber auch gut aus, jetzt hat sie gebrennt. Ja, ja, sehen Sie mal aus.
Hier, willst du einen Kaffee? Mach den. Ich hab keine Milch. Ach so, scheiße. Dann musst du dir noch eine Milch holen, Frank Ian. Vor allem Spätkopf. Also. Guten Morgen, liebe Leute. Mal wieder nächster Tag. Ja, wie auch immer. Muss ich ja auch nicht immer ansagen eigentlich. Also ich schneide einfach zwischen den Tagen hin und her, ohne jetzt jedes Mal guten Morgen zu sagen. Sagen wir mal so, wenn da so ein Wochenzusammenschnitt kommt, dann ist es halt die letzte Woche gewesen. Von Tag zu Tag, da springen wir manchmal halt auch ein bisschen in der Thematik. Ich habe jetzt mal ein paar Küchenmesser aussortiert, die ich nicht mehr brauche, beziehungsweise noch nie gebraucht habe. Mit dabei sind richtig schöne Sachen, richtig alte Sachen. Und die werde ich nachher mal den Andi anbieten. Und jetzt gehe ich erstmal rüber in die andere Wohnung. Ich werde noch ein paar Sachen rüberbringen. Und da gibt es Probleme mit der Tür. Da werden so viele Probleme. Ich brauche auch Grundierung, Marlies. Muss nämlich noch Graffiti entfernen. Graffiti! Und schwupps ist der Tisch auch schon wieder voll mit irgendwelchen Zeug, ja. Unglaublich. Zigaretten, ja, echte Drohre. Ja, die alten Kippen habe ich eingestellt. Das kann weggeräumt werden, quasi jetzt alle zurück zum Wegräumen. Wegräumen, wegräumen. FDJ-Medaillen, 2 Stück. Dann auch weg. Silberlöffel, die sind eigentlich für privat. Die lagen halt drüben, aber wir haben sie jetzt nie benutzt, weil ich ja Besteck sortiert habe. Kommt dann auch sowas zum Vorschein, dass wir nie benutzt haben, kommt jetzt einfach erstmal in unsere Silberecke hier. Ja, auf den Karpfenteich. Da oben auf. So. Oh, Mensch, Alter, ich hab wirklich so viel Zeug. Unglaublich. Jo, jetzt gab es ja Probleme mit der Tür draußen, da werde ich mich mal drum kümmern. Jetzt ist er jetzt. Die fällt nicht richtig in Schuss. Ja, bleibt so. Das Öl da drin, ne? Das Öl wird Öl alt. Und ich das auch. Multifunktionsspray und Reinigungszeug und ein Lappen und ein Zettel. Schreiben wir dann nur noch. Wahnsinn, wie das aussieht. Was soll denn das? Braucht man richtig überarbeiten mit dem. Thank you.
Das war jetzt, ey. Vielleicht kommt auch mal. Toll. Mann, ey, mach das selber ein bisschen schwer. Ey. Läuft. Okay, nochmal. So, jetzt mache ich die Anzeige wegen dem Graffiti. Denn irgendwann, wenn ich dann Zeit habe, hole ich Grundierung. Das soll so schnell wie möglich erfolgen. Dann muss ich das wieder übergrundieren. Danach mache ich Klingelschilder, mache ich auch noch neu. Das sieht furchtbar aus, das fällt mir überhaupt nicht da draußen. So, und den Zettel für Dings machen. Ich muss mir das alles aufschreiben, sonst vergesse ich das wieder. Macht. Ich habe sie reinigt, den Schließmechanismus entfettet, dann wieder neu geölt. Und dann habe ich oben nochmal nachgestellt außerdem. Also im Türschloss unten habe ich was gemacht und oben habe ich was gemacht. Und ich muss sagen, das ist ein miserabler Zustand. Und irgendjemand hat die Türschlossplatte aus der Verankerung gerissen, weil die sah so rumwuchten, genau wie sie hier machen auch immer so bum bum bum, wa? Ist von außen richtig rausgerissen. Das muss man, da muss man abbauen, müsste man eigentlich ersetzen, ja. Und neu auffüttern mit Holz oder mit irgendeinem Zwei-Komponenten-Scheiß, mit irgendwas ganz Ultra-Harten. Weißt du, weil mit Holz kannst du ja nicht auffüttern, das wächst ja nicht an von alleine. Das ist ja das Problem. Aber nee, Mann, kein Bauschaum, eben nicht. Da muss ja was dran festgeschraubt werden. Das muss schon ultra. Das muss was gutes sein. Ich muss mal gucken, was ich da. Ah, da brauchen wir ein bisschen Geld. Denn Hans zahltet ja. Aber dann ist das da drüben gemacht und ist ja auch. Ist ja Sicherheit vom Haus. Muss ja gemacht werden. Und ich kaufe selber. Kaufe ich billiger, als wenn ich das machen lasse. Dann ich mal baut selber an. Wie sieht sie denn aus? Wie sieht das denn aus, ey? Mann, 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 Mann. Ja, muss er ja nicht schämen. Ja? Tun dir die Zähne weh? Ja, bestimmt. Die fummelt ja so im Mund rum. Das ist so unruhig, wa? Und sie weint auch, wenn sie auf Spielzeug kaut. So harten Spielzeug. Naja, gib mir was Weiches zum Kauen. Ja, aber manchmal. Ein Kauknochen vom Pedigree. Tür, Schloss, Platte ersetzen, Graffiti weg, die Anzeige mache ich jetzt. Und das Klingelbrett hier, das ist eine Katastrophe. Na, wie auch immer. Fällt dir noch was ein, was ich machen muss? Meine allgemeine Aufgabenliste. Ach ja, das war die am Kühlschrank. Ja, nein, da war jetzt nichts mehr los. Eigentlich nur noch das Regal hier unten. Ja, das habe ich als erstes auf der Liste, aber werde ich als letztes tun. Ja. Jetzt mache ich erstmal so. Eine Anzeige wegen dem Gravity. Du musst auf Schokolade. Für das eine, ich habe keine Fotos gemacht, aber ich habe ja Videoaufnahmen. Ich brauche Fotos, wa? Oder? Bestimmt. So, Anzeige erledigt auf alle Fälle. Schreibe ich mir die Vorhangsnummer auf. Freut mich, wenn ein Flüssen. Der Computer ist auch alle wunderbar. Ja, ist genau. Passt. Morgen! Tada! Ja! Ach, sie freut sich herrlich. Guckt zu, die Gute beim
wegbraten. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Sache, ne? Ja, und die Kamera ist auch interessant. Oh, jetzt. Oh. Ah! Oh. Zwinkern? Die zwinkert. Ja. Mit einem Augenzwinkern. Ah! Achtung! Zwiebel. Und vier Teller. Ja. Das ist ein bisschen säuerlich, hm? Flüssig. Ein bisschen, ja, Apfel und flüssig. Dann kann man ja Obstbrei machen und Milchbrei. So, jetzt wird erstmal losgegessen. Ja. Hm? Guck mal hin. Ich hole jetzt noch eine Wasserflasche, dann kannst du noch Wasser trinken. Hab's hier in der Hand. Ja. Kann sie ja alles schon. Und dann ist endlich. So. Ja! Das Wasser. So. Fein. Das ist keine Milch, ne? Das ist leider verkauft. Oh, die Süße kann ich nicht gucken. Ja, schön. Also die Wasserkugel. Tja, Mensch, morgen hat Skadi Geburtstag. Ja, das war toll für sie. Und Skadi ist krank. Toll. Ja. 4 Jahre. Na dann. Na dann. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch, hoch, hoch. Wollen wir noch Happy Birthday singen? Oder am Fenster heute Morgen? Morgen. Ja? Am Fenster heute Morgen, da siehst es ohne Sorge. Ja, die Spatzen und die Meisen, ja, was soll das denn heißen? Ja, die Spatzen und die Meisen, ja, was soll das denn heißen? Sie haben's mir geflüstert, jetzt weiß ich's ganz genau. Die Skadi hat Geburtstag, darum der Radau. Die Skadi hat Geburtstag, darum der Radau. So, auspusten. Wünsch dir was. Bravo. Yay, bravo. Okay, kannst du jetzt aufmachen. Welches Geschenk gibst du als erstes? Ich weiß nicht, was du mir... Komm ein bisschen näher ran. Was ist das? Ja, mal guck mal, was ich gemacht habe. Oh! Guck doch mal. Ein Einhornklein. Für heute. Ja, ich bin bald. Der Sankt für heute. Ja, heute müssen wir jetzt alleine zu Hause sitzen. Was ist das? Oh. Ist das was? Oh, Mama, ich hab dir doch gesagt, ich hab. Ja, ihr schmut immer. Schön. Oh. Oder? Die hat ja viele Pferde gekriegt. Das sind Sabrina und Amadeus. Wer ist das? Ein Haufen Kunststoff. Machen wir gleich. Ist nicht gut drauf. Fieber und alles. Und Schüttelfrost. Und naja, bleibt halt zu Hause und die Geburtstagsparty mit dem Kita-Kind, aber war aber nur eins, was wir einladen wollten, fällt aus. Okay, liebe Leute. Was für ein Tag. Ganz kurz zur Beendigung dieses Tages noch, sei gesagt,
Skali hat ja heute Geburtstag gehabt und wir waren beim Arzt. Es ging nicht weiter, die hat dann 40 Fieber gehabt und wir hoffen, dass es ihr natürlich die nächsten Tage dann auch bald wieder besser geht und so. Morgen wollten wir feiern am Samstag und jetzt müssen wir alles absagen und das ist natürlich total ärgerlich. Wir haben jetzt mal so eine riesen Torte bestellt und total ärgerlich, total traurig für sie halt wahrscheinlich auch. Oder obwohl alles gut, solange wie sie gesund wird, natürlich startet sie mit guten Antikörpern dann ins nächste Lebensjahr. Muss man auch mal so sehen. Ne? Also in dem Sinne würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dann. Ich verabschiede mich und wünsche euch allen eine angenehme Nachtruhe. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Ja? Also macht es gut, bis dann, ciao, sagte Tommy und Familie.